Hey, hey und herzlich willkommen zurück in meiner kleinen Welt. Manchmal muss man Sachen fünfmal anfangen, damit sie irgendwann mal klappen. So geht es mir gerade mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt die Hitze einigermaßen gut überstanden und seid da ganz gut durchgekommen. Jetzt ist es ja Gott sei Dank wieder ein bisschen kühler, obwohl ich glaube nicht überall. Bei uns hat es jetzt Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt und darüber bin ich sehr froh. Leute, ich habe gewonnen und ich freue mich wie Bolle. Und zwar ein ganz, ganz tolles Paket von Avon. Es gab bei Instagram die 5-Minuten-Challenge. Man sollte in 5 Minuten ein Bild für die Kampagne gegen Brustkrebs zusammenstellen. Das habe ich gemacht und ehrlich gesagt habe ich gar nicht unbedingt mitgemacht, um zu gewinnen, sondern tatsächlich, weil ich die Botschaft dahinter so toll fand und weil ich die Aktion von Avon so klasse finde. Jetzt habe ich aber gewonnen und da freue ich mich natürlich noch viel mehr. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mit, wenn ich dieses wundervolle Paket auspacke. Es ist heute bei mir angekommen. Heute ist Donnerstag. So, als allererstes kommt die Broschüre raus. Ich weiß nicht, die Avon-Broschüre könnt ihr tatsächlich auch online angucken. Jetzt blendet es hier gerade mein Spiegel. Da könnt ihr reingucken, wenn euch irgendwas gefällt. Ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert. Übrigens hier hinten drauf die beste Mascara momentan bei mir. Ich liebe diese Mascara. Die Legendary Length. Ich kann euch die wirklich so, so ans Herz legen. Die macht so tolle Wimpern. Die hält den ganzen Tag. Die bröselt nicht. Die drückt nicht ab. Und die macht so einen schönen Schwung in die Wimpern. Und dann habe ich gesehen, ist hier auch die LE drin, die ich gerade zum Testen zugeschickt bekommen habe. Und zwar diese hier. Die habe ich euch bei Instagram auch gezeigt. Da habe ich einen kleinen Look für euch geschminkt mit den Produkten, die ich bekommen habe von Rouge PR. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich gucke rein. Und zwar als allererstes kommt mir entgegen von Avon Enchanto, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, eine Intense Body Lotion mit Pflaume und Haselnuss. Sieht so aus. Das Packaging ist doch toll, oder? Jetzt stellt euch mal vor, das steht im Badezimmer. Ich bin jetzt schon ein bisschen verliebt. Ich habe diese schon in Blau und die ist richtig, richtig schön. Die pflegt die Haut sehr, sehr gut. Boah, und der Duft ist toll. Ja, man riecht die Pflaume ganz klar raus. Ob ich die Nuss jetzt daraus rieche, kann ich nicht sagen, aber sie riecht wirklich wundervoll. Und die Pflegewirkung ist auch klasse. Als zweites, aus der gleichen Linie, das finde ich ja auch richtig gut, da kann ich mich schön eincremen und damit auch noch einsprühen. Ein Eau de Toilette. Ich weiß nicht, spricht man so aus? Ich tue mich damit immer ein bisschen schwer. Oh, die Toilette hört sich für mich immer ein bisschen wie, naja, wisst schon Bescheid. Ich mache mal die Umverpackung ab. Das könnte Avon tatsächlich noch lassen mit dieser Plastikumverpackung. Ich glaube, das ist nicht mehr so zeitgerecht. Sieht so von außen aus, aber ich möchte auch sehen, wie es von innen aussieht. Ob es ähnlich dem Packaging. Ja, oh sieht toll aus, oder? Super schön. Ja, perfekt. Dann kann ich mir das auch mal auf die Haut sprühen und das ein bisschen einziehen lassen. Ja, das ist ein ganz toller Duft. Das ist eher so ein bisschen. Oh, jetzt kommt wieder die Duftbeschreiberin, ne? Mein Gott, ich kann das ja einfach nicht. Also ich finde schon, man riecht die Pflaume da raus, aber es riecht trotzdem cremig und sanft und hat so eine ganz schöne Unternote. Machen wir mal weiter mit Far Away mit Parfum. Splendoria sieht so aus, die Umverpackung. Wie gesagt, aber ihr macht so, so viel. Lasst doch einfach das Plastik weg. Das muss doch gar nicht mehr sein. Und auch hier, ein schöner Flakon, den gab es auch schon in einer anderen Färbung. Ich halte ihn mal so hin, dann könnt ihr ihn besser sehen. Boah, die Farbe, die macht mich auch total an, ne? Oh, der riecht auch. Jetzt habe ich mich schon eingesprüht. Oh mein Gott, ist das ein schöner Duft. Oh mein Gott. Oh Gott. Der ist super, super schön. Der ist ein bisschen kräftiger. Hat so eine kräftige Note. Aber trotzdem auch so ein bisschen blumig, weich. Düfte und ich.
Mein Freund kann besser Düfte beschreiben als ich. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann eine Avon Care BB Sun Cream mit Lichtschutzfaktor oder SPF 45. 45. Gucken, ob ich das jetzt aufkriege. Das ist so eine ganz normale BB-Cream mit Sonnenschutz drin. Finde ich richtig gut. Nutze ich auch total gerne. Ich bin gespannt. Ich werde die auf jeden Fall ausprobieren. Dann. Ach, die Serie finde ich richtig toll. A New. Ich persönlich spreche es so aus. Eine Skin Renewing Gold Emulsion. Ich habe schon einige Produkte aus dieser Serie gehabt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Sehr, sehr hochwertig bei Avon. Gefällt mir auch richtig gut. Ich versuche mal, ob ich hier was finde. Ich habe schon eine Brille auf der Nase. Aber Leute, es ist so klein geschrieben. Goldemulsion für die Nacht. Da ist eine AHA-Säure drin. Okay, ja. Und dazu eine A New Lifting Dual Eye Cream. Oh, toll. Da freue ich mich drauf. Freue ich mich richtig drauf. Das wollte ich nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich damit vorhin angefangen habe. Und eine A New Super Rich Cream. Perfekt für den Winter. Was für ein tolles Produktpaket. Avon hat so ein bisschen diesen Hausfrauen-Look abgelegt, finde ich. Also so würde ich es nennen. Kennt ihr das noch von früher, wenn die Avon-Frau zur Mutti kam? Also gut, ich bin 52. Bei mir war das noch so. Da kam die Avon-Frau ins Haus und dann brachte die immer so kleine Lippenstifte mit und ich habe mich gefreut wie Bolle, das kann ich euch sagen. Da hatte Avon so diesen Hausfrauen-Touch, finde ich. Den hat Avon komplett abgelegt. Die gehen total mit der Zeit. Die haben tolle Produkte. Die machen auch ganz viel für Hautpflege. Ihr seht, ich habe auch hier gerade was in Gebrauch von Avon. Ein ganz, ganz tolles Serum. Als nächstes freue ich mich extrem auf dieses Serum. Das habe ich hier noch stehen. Habe ich schon angefangen. Möchte ich gerne weiter aufbrauchen. Auch aus der New-Serie. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Probiert es nochmal aus, wenn ihr schon lange nichts mehr von Avon hattet. Probiert es einfach aus. Die haben wirklich so, so tolle Pflegeprodukte. Ich sage herzlichen Dank für den tollen Gewinn und freue mich auf die Produkte. Die BB Cream, die werde ich jetzt mal als allererstes ausprobieren. Achso, ich wollte nochmal gucken, was für eine Tönung die hat. Steht das da überhaupt drauf? Medium, das ist Medium. Ah, das könnte ein bisschen zu dunkel sein für mich. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Und wenn sie mir zu dunkel ist, habe ich auf jeden Fall jemanden, dem ich sie weitergeben kann. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich natürlich auch. Dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren, damit ihr seht, wenn ich ein Video hochlade. Und dann könnt ihr mir außerdem nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon länger nichts mehr von Avon hattet, ob ihr überhaupt schon mal von Avon was hattet oder wie ihr Avon allgemein findet. So, genug geredet. Es ist wie immer. Ich sage dann erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.